Ah, da bist du ja. Hallo, du bist auf dem Oberdeck unseres Raumschiffs angekommen. Schau dich um. Wir sind auf dem Weg ins Weltall und haben da verschiedene wichtige Aufgaben für unsere Erde zu erfüllen. Denn wir haben ein Problem auf der Erde. Wir werden von außen bedroht und unsere Rohstoffe gehen zur Neige. Und deswegen haben wir in den Tiefen des Weltraums begonnen, uns eine Raumstation zu bauen. Die siehst du hier im Hintergrund. Und wir werden einen kleinen Rundflug machen. Du wirst das Ausmaß dieses Projekts erahnen. Sie besteht im Grunde aus vier Spezies, die in den Seitenarmen leben und von dort aus den Weltraum besiedeln und sich hier eine erste Basis geschaffen haben, um zu sehen, auf welchem Planeten man überhaupt siedeln kann, wo man Farmen errichten kann. Denn im Weltraum ist es dunkel. Unsere Sonne gaukelt uns ja vor, es ist hell, aber es stimmt nicht. Die Sterne haben zu wenig Licht, wir können also nicht mit Solar arbeiten. Und ob man Lava im Weltraum findet, na gut, man wird sehen. Man muss sich was einfallen lassen. Und das ist die Aufgabe jeder Spezies, zuzusehen, dass das gut funktioniert. Ja, und deswegen haben wir dich gerufen. Denn du bist derjenige, der eine unserer Spielergruppen leiten soll. Du musst allerdings vorher deine Qualitäten unter Beweis stellen. Dafür haben wir extra am 27., 28. und 29., jeweils vom 27. 0 Uhr bis zum 28., naja, abends 18, 19 Uhr, ein Battle vorgesehen. Eine Mischung von Hunger Games und Roleplay. Es ist eine neue Variante, ihr werdet sehen. Die Regeln dazu werden im nächsten Video veröffentlicht. Dieses Video ist mehr so eine Darstellung, wo es eigentlich geht. Und beim nächsten Mal werden wir das im Detail erklären, wie diese Hunger Game Roleplay-Variante so tickt. Jedenfalls wird da darum gekämpft, wer der Beste ist, so eine Gruppe zu leiten, die dann im Weltraum Planeten sucht und dort Farmen baut und auch diese Planeten besiedelt und sozusagen eine Existenz außerhalb der Erde dort ermöglicht. Ja, so ab dem 21. Dezember wird die Welt eröffnet. Da könnt ihr zunächst einmal hin und schauen, was denn da so ist. Es ist alles am Anfang. Und könnt euch da umsehen und am 27., 28., 29. wird dann sozusagen ausgeguckt, wer denn derjenige ist, der eine dieser Spezien leitet. Und dann wird diese Welt besiedelt und kolonisiert. Also wir werden Portale da haben. So ein bisschen, da gibt es so ein tolles Spiel, das heißt Masseeffekt. Vielleicht könnt ihr euch da mal ein bisschen umgucken. Also so in der Richtung haben wir uns überlegt, soll das Ganze funktionieren? Und ich hoffe, ihr werdet sehr viel Spaß dabei haben. Es wird in dieser Welt auch so ein bisschen PvP geben, aber nicht so ein ganz extremes. Und es werden ganz viele Dinge möglich sein, die in unserer normalen Welt eigentlich so erstmal nicht vorgesehen sind, weil halt im Weltraum läuft das alles ein bisschen anders ab. Gut, das ist erstmal so eine Art Vorgeschmack, den ich euch jetzt hier drauf gegeben habe. Und ihr könnt ja noch ein paar Sekunden hier den Ausblick genießen ins All, in die Tiefen des Alls, des Universums, in die Weiten des Nichts. Ja, also man darf ja nicht vergessen, zwischen den Sternen ist sehr viel dunkel. Eigentlich ist da nicht viel drin. Also Staub, klar, aber das haben wir in unserer Welt auch. Also ihr werdet das sehen. Also das ist eine riesige Planetenwelt, eine Galaxie, ja, in der von Asteroiden über große Planeten bis hin zu allen möglichen Dingen, die man eben so findet und braucht, wird vieles da sein. Also das ist eine ganz interessante Sache, die unser Spiel auf unserem normalen Server sehr, sehr bereichern wird. Ich hoffe, ihr habt damit Spaß und wie gesagt, am 21. könnt ihr mal einen Blick reinwerfen. Am 27., 28., 29. wird halt die Leitung dieser Spezies gespielt. Und natürlich sind alle selbstverständlich eingeladen, auf dem Server mitzumachen. Natürlich nicht nur in der Planetenwelt, sondern eben auch auf unserem normalen Server kann man auch normal spielen. Ja? Also wir haben das Ganze auf Vizebeast angelegt im Augenblick. Das ist die Version 1.1.5.
Wir sind dabei zu überlegen, ob wir das ein bisschen besser machen. Aber gut, das wird alles seine Zeit dauern. Und wir fangen erstmal an mit dieser schönen Planetenwelt. Eine sehr interessante Sache. Und wie gesagt, probiert es aus, kommt vorbei. Und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr mitmacht und ob ihr dazu so viel Engagement beibringt, dass ihr dann eben auch diese Spezies leiten wollt. Und dann geht es natürlich in dieses Battle. Und wir werden dann sehen, wer hinter der Sieger ist. Ne? Also bis zum nächsten Video. Das kommt ungefähr, ungefähr in einer Woche raus. Da werden also die Regeln für dieses Battle erklärt. Und dann haben wir natürlich auch noch Regeln für den Weltraum. Die müssen wir dann euch natürlich auch noch irgendwo näher bringen. Das werden wir dann wahrscheinlich auf der Homepage machen. Oder wir machen hier auch noch mal so ein Video dazu, damit das ein bisschen klarer wird, wie es geht. Also ich denke mal, das ist eine ganz, ganz irre schöne Sache. Und ihr werdet auch sehr viel Spaß haben. Ich habe das allein schon bei der Vorbereitung und so ein Video hier zu machen, ist ja auch schon mal sehr interessant, das so hinzukriegen. Also es macht Spaß. Also glaubt mir, und das Spielen auf dieser Welt, das ist auch ganz verrückt. Also kann man sich gar nicht so einfach vorstellen. Okay, soweit erstmal. Ich wünsche euch mal was. Bis dann. Ciao.